Eine rheinische Kirmes. Kinderkarussell, Schmetterlingsbahn, Würstchenstand, Ponyreiten, Losbude, Autoscooter. Auch die Schießbude darf nicht fehlen. Haben Sie schon einmal überlegt, wie diese Tonröhrchen entstehen? Diese Schießbudenröhrchen aus Ton stellt in Hilgert im unteren Westerwald der 83-jährige Pfeifenbäcker Erwin Günther her. Nur noch von ihm und von einer Fabrik im Nachbarort werden sie angefertigt. Herr Günther, wie werden die Tonröhrchen hergestellt? Per Hydraulik werden die hochgetrieben. Mit der Fußpedale und dann werden die abgeschnitten. Da ist so eine Abschneidevorrichtung. Und wenn die abgeschnitten sind, lege ich die auf das Brett. Für die Tonröhrchen muss der Ton immer frisch gemahlen sein. Den kann ich nicht meines Wissens Tage vorher malen und setze den dahin. Da wird der außenrum hart und da ist er nicht mehr gleichmäßig. Und das gibt dort lauter Mist und dann werden die Tonröhrchen, oh, da kommen die auch ungleichmäßig raus. Und das sind die nicht, da gibt das so viel Ausfall. Nicht? Die Presse, wo die Tonröhrchen drauf gepresst werden, so nennt man das, die habe ich gekauft in Grenzhausen bei der Firma Melkerbach, wo ich beschäftigt war. Und da hat ich hatte einen Freund hier, der war Schlossermeister, der hat so nebenbei noch was gemacht, der hat mir dann oben den Kopf da drauf gemacht, ne? Für die, wo die rauskommen. Naja, so ist das dann entstanden. Ne? Wie viele Röhrchen kommen da heraus? Da kommen 64 Röhrchen raus. Naja, die werden dann je nach Bestellung auf die Längen abgeschnitten, wie sie bestellt werden. 4 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm. Der Bedarf an Tonröhrchen ist seit Jahren rückläufig und die Schausteller verwenden immer häufiger Röhrchen aus Plastik. Herr Günther hat früher auch Tonpfeifen und Figuren gemacht. Heute stellt er neben den Schießbudenröhrchen nur noch ein anderes Produkt her. Dies sollen Nisteier werden.
Wie werden die gemacht, Herr Günther? Erst hatte mir eine Stanz. Da wurden die zwei Hälften so gestanzt mit der Hand. Und nachher, wie die Technik sich immer weiterentwickelt hat, da hat ihr oben, mein Freund, der Schlosser, da sagte, ich mache da mal ein schönes Eiermaschinchen. Da brauchst du nicht mehr zu stanzen, mit elektrisch, wie die oben läuft. Ne? Das war auch eine ideale Sache. Du. Also, erstens mal geht das schneller und zweitens geht das nicht so an der Körper hier. Ja, Mensch, mal hängen. Der Abfall, mein Sohn, da Schrubsel, der geht wieder in die Tonmaschine, und da wird er wieder gemahlen. Da ist er wieder gebrauchsfertig. Wa? Also Verlust ist das keiner. Ne? Wie viele Eierhälften stanzen Sie in einer Stunde? Wenn ich will, ich mache die Stunde noch 800. Und wozu dient das Loch? In der einen Hälfte das Loch ist, damit die Luft beim Zusammensetzen da rausgeht. Sonst werden die nachher, wenn die Luft da drin blieb, werden denn die platzen. Wenn ich das Ei gestanzt habe, dann diene ich den anderen Lehnen auf den Till. Auf jeden Till kommen 200 Eier. Müssen die Eierhälften dann einige Zeit trocknen? Die können 8 Tage liegen. Um Gerüst oben, nicht? Bis die trocken sind. Und was geschieht nun mit den trockenen Eierhälften? Also die Eier werden zusammengesetzt. Da habe ich 2 Pfannen liegen um dich. Da kommt Wasser drauf. Da werden die Eier da drauf gesetzt. Die müssen sich auf feucht ohne werden. Die sind noch grün, das klappt nicht gut. Das klappt nicht gut. Da ist noch Fett dran. Ja. Schwierig. Die müssen weiß sein. So, jetzt müsste ich zusammen machen. Die Hälften bleiben aber nicht lange im Wasser. Das ist eine Gefühlssache. Die dürfen nicht zu lange da drin sein, dann verweichen sie. Und da werden die auf einem Reibeisen angeraut, bevor sie zusammengesetzt werden. Sonst halten die nicht. Ne? Und dann durch das Aufgeraute saugen die sich fest zusammen. Ne? Also wenn man die ohne aufgeraut, gingen die all wieder auseinander, wenn die trocken wären. Wie viele Eier können Sie in einer Stunde zusammensetzen? Also 300 Stück ungefähr. Die müssen den Tag können die liegen, damit die wieder angetrocknet sind und dann kann man die abdrehen.
Beim Abdrehen entfernen Sie die überstehenden Tonnähte. Dazu würden wir gern zwei Dinge wissen. Womit machen Sie das und wie schnell arbeiten Sie? Wenn ich will, drehe ich dir 700 Stück in der Stunde ab. Da habe ich so irgendein ganz dünnes Abdrehblech oder mit Rasierklingen. Herr Günther, solche Nisteier werden seit der Jahrhundertwende in Hilgert hergestellt. Aber wozu verwendet man sie eigentlich? In jeder Stadt, wie die nichts zu essen hatten, die Leute, haben die sich, wenn sie der bisschen einen kleinen Platz beim Haus hat, der hat sich Hühner gehalten. Und da hat das geheißen, wenn du da ein Nestei reinlegst, in das legst das Huhn am Tag zwei Eier, das Tatsache. Wenn die Schießbudenröhrchen gepresst sind, da werden die getrocknet. Und wenn sie weiß getrocknet sind, dann müssen sie wieder auseinander gemacht werden. Und da werden die aufgeschlagen, aufgehauen, gehen die auseinander. Wenn der Karton voll ist, wandert er in den Ofen. So, nicht? Und so ist der Hergang. Wenn ich lauter Röhrchen habe, dann kommen die von unten bis oben. Nicht? Aber wenn ich Eier dabei habe, dann kommen die Eier dahin, wo sie am schönsten brennen, die Eier, weil die empfindlicher sind wie Röhrchen. Ne? Da kommt das nicht so drauf an. Meistens tue ich die unten so hoch, das unterste Kapsel tue ich ganz mit Röhrchen, da kommen da drauf Eier, bis oben hin und dann oben den Kopf mache ich dann mit Röhrchen noch zu. Ne? Da brauche ich die nicht zu schmieren, sonst werden die nochmal zugeschmiert, da ist mir zu viel Arbeit. Ne? Wenn die Eier aufblieben, wenn ich die bis oben hin voll dort machen, der die nicht zuschmieren mit Papier und dann dort im Lauf, ne? Da würden die schägig, da würden die braun. Die kann ich nicht verkaufen, die müssen doch schneeweiß sein. Ne? Der Ofen wird zugemauert, auch mit feuerfesten Steinen. Und die Öffnung nennt man Schill. Zwischen den Steinen sind aber noch breite Ritzen. Das wird gekeilt, gell? Dann ist noch so viel dazwischen, das wackelt dann doch. Das muss fest sein, dass das nicht umfällt. Deshalb wird das da verkeilt. Mit Schiefer mache ich das. Die Kapseln in einer feuerfesten Masse habe ich mir immer selbst gemacht.
So, die ist da. So, das wär's. Können die Steine nochmals verwendet werden? Wenn der Ofen voll ist und ist zugemauert, dann wird er verschmiert, dass dort nichts, die Hitze nicht rauskommt. Und am nächsten Tag wird er dann allmählich aufgemacht. Da kommen erst oben die Platten weg und dann nach und nach die Steine. Und dann werden die nächstes Mal wiederverwendet. Nicht? Herr Günther, können Sie uns nun etwas über die Geschichte Ihrer Werkstatt erzählen? Meine Eltern hatten nach dem Ersten Weltkrieg 1920-21 den Pfeifenofen gebaut, weil hier in Hilgert war das doch allgemein. Da war doch in jedem Haus war doch so ein Fabrikelchen. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg, dann lag doch alles am Boden. Da habe ich den Pfeifenofen wieder aufgebaut. Und da habe ich angefangen mit Nesteier, die liefen du auf Hochtouren. Ne? Ich hatte da oben eine Werkstatt hingebaut. Da habe ich die Maschinen angeschafft. Tonmaschinen, die Röhrchenmaschinen, die Eiermaschinen. In der Zwischenzeit haben Sie ein Gemisch zum Zuschmieren der Ofenmauer angerührt. Woraus besteht es? Das ist Ton, das ist Lof. Mit Brikettasche vermische ich. Und was ist Lof? Das ist der Staub hier vom Abdrehen, der wird geweicht. Das nennt man Lof. Da mache ich mir dort eine Masse zurecht und damit wird dann die Schiele zugeschmiert. Könnte ja ein Brand entstehen. Ne? Da käme hier so eine Flamme raus. Ne? Vom Brennen trocknet das, dann ist das aber fest wie Zement. Und wenn ich das nachher losmache, dann fällt das gerade so runter nicht. Am nächsten Morgen hat Herr Günther bereits um 7 Uhr mit dem Brennen begonnen. Am Anfang, die ersten 2 Stunden, da wird nur geräuchert, damit der Ofen warm wird. Und wenn da meines Wegens noch ein bisschen grüne Ware drin ist, also wie Eier, die nicht ganz trocken sind, wenn ich da direkt dem Vollgas drauf gebe, dann werden die platzen. Deshalb wird der Ofen 2 Stunden das nur so ein bisschen geräuchert, dass der allmählich warm wird. Und wenn die 2 Stunden rum sind, da sehe ich ja, wie die Briketts verbrennen und wann ich wieder auffüllen muss. Ne? Und das wird, wenn die heißer der Ofen wird, desto schneller verbrenne ich auch die Briketts. Ne? Das muss ja der Stocher missen. Ne? Und für den Brand brauche ich 17, 18 Zentner Brikett. Durch schaufel ich meistens so 4 Gabel über das Roster. Wenn die dann verbrannt sind, dann kann ich nicht schon wieder drauf. Sonst gibt er da einen Kuchen auf das Roster. Da hat er überhaupt keine Luft. Der muss von unten rufen. Habt ihr doch gesehen, dass er da immer die Asche runterfällt. Da muss Luft sein, der muss von unten auf Sauerstoff kriegen. Sonst klappt das nicht. Der Ofen braucht auch Sauerstoff, glaub wie ein Mensch. Die Briketts brauchen etwa 10 Minuten, bis sie weitgehend verbrannt sind. Bis zum Nachlegen kann Herr Günther eine Pause machen. Ich hab ja früher, dann habe ich da morgens bei Briketts habe ich danach viele Röhrchen gemacht auf den Bretter. Ich wusste das ganz genau. Bei mir ging das alles auf die Uhr. Nach 10 Minuten ging ich runter, musste er wieder an. Ne? Zehn Stunden Briketts.
Und dann gucke ich und da sehe ich, aha, da ist der Ofen schon so dunkelrot. Nicht? Und dann kriegt er dann wieder, da geht das Gib ihm da drauf Holz. Nicht? Da rechne ich mit einem guten Raummeter, der wird da drauf gehen. Buchenholz, muss mit Buchenholz ausgebrannt werden. Welche Temperatur erreicht der Ofen bei der Brikettfeuerung? 500-600 Grad. Und der muss dann getrieben werden auf 950 bis 980 Grad. Also 950 ist ein bisschen zu wenig. Wenn dann das giftige Holz ohne reinkommt, das gibt dann der Qualm. Wenn nachher, wenn der Ofen heiß ist, dann raucht das fast nicht mehr. Dann frisst das all auf. Nicht? Das ist zu viel dann für den Ofen. Der muss sich erst färben, nennt man das. Nicht? Deshalb kommt der schwere Rauch daraus. Früher war das ja kein Problem. Früher wurden jeden Tag Öfen gebrannt. Manchmal 5, 6, 7. Samstags, meistens wurde samstags gebacken, da waren die halt 20 am Brennen, da wurde das ja ein Qualm hier. Aber heute, da kommen sogar alle Kinder, oh, das ist ja Umweltverschmutzung, gehen die da in den Runnen. Herr Günther, wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen? Ich kam 22 aus der Schule. Es war keine Möglichkeit, irgendeinen Beruf zu erlernen. Ich hätte gern Kaufmann gelernt, das war nicht möglich. Ich musste Pfeife machen lernen. Und so ist das nun auch geblieben. Wir haben Pfeife gemacht. Wir hatten noch einen Gesellen und hatten 4, 5 Frauen beschäftigt, die die Pfeifen verarbeitet haben. Die wurden gerollt und nachher wurden die geputzt. Da haben wir noch, nachher haben wir noch Spardosen und Kuckucks mit dabei genommen in der Fabrikation. Naja, und so hat sich das dann immer weiter entwickelt. Aber Sie haben doch noch einen Beruf erlernt. So habe ich noch den Steinzeugdreherberuf gelernt. Und das war für mich ein großer Erfolg. Und neben diesem Beruf haben Sie nach Feierabend die Eier und Röhrchen hergestellt. Eier konnte ich noch nebenbei machen. Da hatte ich 4 Frauen beschäftigt. Die haben das gemacht und ich habe die dann nachmittags, wenn ich von der Arbeit kam, da habe ich, die musste auch in den Ofen gebracht werden, musste doch verarbeitet werden, so nennt man das. Ich habe den Ofen gefüllt, wenn der voll war, da habe ich den nachts hab ich den gebacken. Am Tag musste ich, ging ich ja nach Grenzhausen. Ich wollte ja da nichts versäumen, ich habe da gut verdient, sehr gut. Ne? Was muss man beim Brand beachten? Wenn ich Holz gestocht habe, dann gehe ich raus und gucke, wie die Flammen. Wenn dann da ein Loch, also was schwacher rauskommt, da gehe ich nochmal runter und da kriegt der noch ein Scheit dahin geworfen. Die müssen gleichmäßig flammen, sonst sind die ja nachher nicht gleich. Ne? Wie lange dauert das Brennen des Pfeifenofens? Also 12 Stunden, dann ist der gar. Manchmal liegt das auch an der Witterung. Wenn klares Wetter war und ich hatte gutes, trockenes Holz, da hat er doch einmal in 11,5 Stunden. Aber 12 Stunden brauch ich. Denn dafür ist zu viel Ware da drin. Die muss ja, das muss ja durch sein. Da muss ich Rücksicht nehmen drauf.
In 12 Stunden, da kann ich beruhigt vom Ofen gehen, dann ist der durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg lief das Geschäft noch sehr gut. Wie oft haben Sie damals gebrannt? In den guten Jahren habe ich ja jede Woche einen Ofen gebrannt. Im Sommer manchmal, wenn der Hochsaison war, Mai, Juni, Juli, August, wenn die Kirmesse überall waren, da habe ich manchmal noch in 14 Tagen 3 schon halt gemacht. Aber das war ein bisschen überanstrengend. Und heute ist das ja doch nur noch ein bisschen Hobby. Ich habe vorher ja 3 Mal gebacken. An den langen gelben Flammen erkennt Herr Günther, dass der Höhepunkt des Brandes bald erreicht ist. Herr Günther, wie war das früher, wenn ein Ofen gebrannt wurde? Traf man sich hier am Abend zu einem Schwätzchen? Zu meiner Zeit nicht, aber früher. Das war früher bei den alten Pfeifenbäcker, wenn die einen Ofen gebacken haben. Das war ein Feiertag für die, obwohl da überhaupt nichts drin stand. Dann haben die einen Liter Branntewein dabei gesoffen. Und wenn das aus dem Bagger kam, da hatte ich kein Firmament mehr gesehen. Da konnte nicht. Das ist gewesen. Das ist manchmal sind andere Leute zur Hilfe gerufen worden, weil der Eigentümer nicht mehr fertig backen konnte, vor lauter Voll. Nach dem Höhepunkt des Brandes legt Herr Günther kein Holz mehr nach. Die Flammen gehen langsam zurück und er kann eine Probe aus dem Ofen herausziehen. Ich habe so eine lange Kurzhang. Das nennt man die Pfeifen oder die Röhrchen Kuren. Mit der Zange hole ich aus dem Ofen raus. Und die lasse ich dann abglühen. Und da breche ich die nachher. Ich muss mich an etwas halten. Wenn die dann sich nicht mehr brechen, nicht mehr durchgehen, dann sind sie gebacken. Wenn aber eins kaputt geht, dann sind die noch nicht richtig. Nicht? Mit einigen Holzscheiten muss Herr Günther den Ofen noch einmal aufheizen, um die notwendige Temperatur zu erzielen, damit die Ware hart genug gebacken wird. Herr Günther, Sie können mit 83 Jahren auf ein langes Arbeitsleben zurückblicken. Wie soll's weitergehen? Wie die Zukunft aussieht, das weiß ich nicht. Ich höre auf jeden Fall auf, nicht? Und ich hoffe und wünsche mir, dass ich auch noch ein paar schöne, grusame Jahre verleben kann. Nicht?